Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Einfach, wenn es auch umständlich geht. Das ist cool. Oder? Ja, was macht ihr da auch? Ja, ihr müsst nichts machen, ihr stirbt einfach. Ich meine, ich habe da überhaupt nichts gegen so, ne? Im Gegenteil, habe ich meine Ruhe. Fahrstuhl. Ah, nett. Und wo fahren wir jetzt hin? Nach oben. Was machen die? Junge, ist das Alma oder fegen die sich selber weg, ey? Ohne Witz, ey, was machen die denn? Ja, ich meine, die killen sich umsonst, killen sich von selber. Ich meine, ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil für weniger zu tun, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber ich kann nicht aufhören momentan. Ich kann nicht aufhören. Tut mir leid. Es macht so einen Bock gerade. Boah. Die Schüler der Marienkäfer-Testgruppe wurden mit der Wirkstoffmischung PN5A-R13 behandelt. Eine Variante der neuesten und aggressivsten psychogenen Mutagene. Erwartetes Verhalten, höhere kognitive Reaktionszeit, verstärktes psychisches Bewusstsein, verbesserte psychische Kontrolle. Phase 2. Ergebnisse: sage ich schon. Starke Ausschläge in den psychischen Fertigkeiten bemerkbar, die jedoch nur sehr schwer kontrolliert werden können. Na super. Scheiße.
Teilprogramm Rotkehlchen, das ist gut. Die Schüler der Rotkehlchen-Testgruppe wurden mit Placebo und Nahrungsergänzung behandelt. Erwartetes Verhalten, normale Entwicklung der kindlichen Intelligenz mit einigen falschen Positivmeldungen aufgrund von möglichen psychischen Potenzial. Phase 2, Ergebnis, wie erwartet, mit Abweichung im Rahmen der Toleranz. Okay. Auch irgendwie nicht so geil. Suchen Sie einen Sicherheitsausweis für die Tür. Ich kann gerade echt nicht aufhören, das Spiel zu zocken. Das macht so einen Burner-Bock, ey. Ja, tut mir echt leid, aber boah, ich habe richtig Bock gerade auf dieses Game. Und ich kann nicht abwarten, es weiter zu spielen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir jetzt hier irgendwie einen Fahrstuhl widerrufen. Was für ein. Ziemlich großen, ey. Natürlich. Allein das Flackern des Lichtes kann uns schon erahnen, was uns gleich alles hier erleben wird. Mal wieder einmal Zeit. Bin sowas von nicht bereit dafür. Und wenn dann noch Chorgesang dazu kommt. Ja. Es ist nur noch die Frage, wie kommt Alma zu uns? Schöne Melodie. Aber kommt mir schon bekannt vor, weil das war, glaube ich, in 4.1 auch mal abgespielt worden. Anforderung zur Intervention. Trotz wiederholter Ermahnung stolziert Dr. A. Mendes noch immer in völlig unangemessener Aufmachung auf dem Schulgebäude umher. Kinder und Eltern werden sicher unangenehme Fragen stellen, wenn sie den Sportlehrer in einem Laborkittel sehen.
Es sollten sofort Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. Interessant. Sehr geehrter Herr Rektor Saunders, wir machen Sorgen um unseren Sohn Zack und unsere Tochter Marlene. Da sie ja ausgebildete Psychiater sind, wären wir für ihren Rat sehr dankbar. Beide berichten von wiederkehrenden Albträumen, die von Gefangenschaft in dunklen Räumen, Stichen mit Nadeln und gewalttätigen Bildern geprägt sind. Zuerst dachten wir an einen gemeinsam ausgeheckten Streich, aber die Träume scheinen die Kinder ernsthaft zu belasten. Sie können sich jedoch sich nicht erinnern, solche Szenarien jemals im Fernsehen gesehen zu haben und haben natürlich auch noch nie etwas Ähnliches erlebt, sodass wir uns dass wir unsicher sind, woher diese Träume kommen und was man dagegen tun kann. Daher wären uns sehr an Ihrem Ratschlag gelegen, Daryl und Janelle Masterson. Okay. So, mein Freund, wo bist du? Bleib gleich liegen. Der Penner, Alter. Danke. Wusste das. Ich habe einen Weg zum APC gefunden. Ich muss mich beeilen. Keegan geht's etwas besser, aber kämpfen kann er noch nicht. Stokes Ende.
Alter, die wurden mit Kameras aufgenommen, während die Kinder hier am Spielen waren. Ey, das Ding wird immer gruseliger. Das Ding wird immer gruseliger hier. Laubfrösche. Die Schüler der Laubfrösche Testgruppe wurden mit der Wirkstoffmischung PN5B R8 behandelt, einer Variante der neuesten und aggressivsten psychogenen Mutagene. Erwartetes Verhalten, höhere kognitive Reaktionszeit, verstärktes psychisches Bewusstsein und verbesserte psychische Kontrolle. Phase 2. Ergebnisse. Gemischte Ergebnisse. Befriedigende Kontrolle, aber die Fähigkeit bleibt insgesamt unerheblich. Also waren jetzt nur die, boah, wie hießen die jetzt nochmal? Die Dings waren dann anscheinend nur, gut gewesen. Ich komme hier durch. Wie ich hier durchkomme, Alter. Fitness- und Trainingshandbuch von Dr. Helen Wade. Amazon Technologie Corporation Militär. Vertraulich nur für den Dienstgebrauch. Vorwort. Die Erfahrung von Generationen lehrt uns, dass die Evolution ein wundersamer Prozess ist, der Gebrechlichkeit und Schwäche ausmerzt und Vielfalt und Anpassungsfähigkeit fördert. Doch sie ist auch langsam und führt häufig in Sackgassen. Wer also das Potenzial des Menschen in einem kürzeren Zeitraum entwickeln will, muss die Sache in die eigene Hand nehmen. Der Zweck des Paragon-Programmes ist es, herausragende Exemplare der Spezies Mensch zu finden und zu pflegen, um sie mithilfe der Harbinger-Programmes zu überlegenen Lebensformen weiterzuentwickeln. Einfach gesagt suchen wir Vorbilder der Evolution, die uns durch die Kraft ihres Körpers und die Flexibilität ihres Geistes, durch einzigartige Zielstrebigkeit und durch ihre schiere Willenskraft in eine hellere und bessere Zukunft führen können. Ach, Bruder. Sag doch gleich, dass wir alle durchgeknallt sind. Ja, ist halt so, ne? Okay. Da haben wir schon gesehen, okay. Was zur... What? Was zur... Das war ein Aufzug? Was zur Hölle? Alter. Ey, das macht mich momentan fertig. So, ganz ehrlich. Ah, ich muss kurz mal das Fenster zumachen. Wir spielen das Spiel jetzt weiter, ey. Bis ich nicht mehr kann. Ich weiß nicht, wie viele Parts das wird. Aber, warte, ich hol mir gerade was zu trinken, ey. Alter, ich kann nicht aufhören. Das Spiel macht gerade so einen ultra mega geilen Bock. Wirklich. Ich habe so einen Spaß an diesem Game gerade. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ja, dann habe ich halt eben schon mal vorproduziert für die 4 Folgen. Das ist halt so. Aber das Spiel macht gerade so einen richtig derben Bock. Ich muss kurz was trinken. Ah, schön kalt. So. Sergeant King wurde... Sergeant Keegan war zu schwer verletzt, um weiterzumachen. Also brachte Lieutenant Stokes ihn zum APC zurück und schickte sie los, Snakefist zu finden. Sie kämpften sich durch Replika- und Amazon-Einheiten zum Sanitätsraum, durch der sich als getarnter Aufzug erwies. Das ist so übel, ey. Sie werden nun herausfinden, wohin er führt.
Missionsziele suchen sich Snackfest. Boah, das ist so übel, Alter. Ey, das ist einfach nur ein Sanitätsraum und dann machst du einfach an und zack. Bist einfach in einer unterirdischen Anlage. Ey, das ist eine Grundschule. Heben Sie die Sperrung von Sektor 3 auf. Okay. Ach, Jungs, das ist einfach eine unterirdische Anlage. Nee, ist klar. Grundschule. Zack, unterirdische Anlage. Boom. Mindfuck. Genau wie beim Krankenhaus. Unterirdische Anlage. Boom. Ey, was machen die eigentlich hier, Amachan und so weiter? Ey, die drehen doch alle hier komplett durch. Betreffen den Aufzug im Sanitätsraum hinweg. Vor dem geplanten Eintreffen muss die nötige Ausrüstung vollständig bereitstehen. Komplette Verhaltensanalyse-Sitzungen müssen binnen 5 Minuten in das Labor im Klassenraum übermittelt werden. Die Schüler müssen vor dem Herunterbringen für die Tests vollständig betäubt sein. Ach du Kacke. Laborassistenten sollten die Schüler durchgehend begleiten und jederzeit ein komplettes Notfallkit mit weiteren Betäubungsmitteln und einem Benzostick bereithalten. Ach du Scheiße. Rückweg, einfacher Labortest, bei denen die Schüler nicht aus der Betäubung erwachen, bevor sie nach oben gebracht werden. Erfordern keine weiteren Maßnahmen. Alle Schüler, die vorzeitig in den Laborbereichen aufwachen, müssen mit dem Benzostick BCB3 oder BCB4 behandelt werden, um eine kurzzeitige... Ach du Scheiße, Amnesie auszulösen. Bei der Wiederankunft auf der Hauptebene sollten die Schüler geweckt werden, eine Süßigkeit erhalten und vom Assistenten zur Klasse zurückbegleitet werden. Leute, hört auf durchzudrehen, ey. Hört auf durchzudrehen. Alter. Wie fucking krank ist das? Und wetten, wir gehören auch noch zu den Leuten. Also, auch zu den... Nicht schlecht, die Granatenwurf. Ey, kommt da jetzt ständig welche? Also ich habe kein Problem damit. Ich wollte mich eigentlich hier noch erkundigen, aber wobei hat sich ja jetzt erledigt. Raus, ey. Reicht's oder kommt noch mehr? Nur her mit den Gegnern, ey. Ich vernichte jeden hier.
Weiß noch nicht, welchen Weg wir jetzt gehen sollen. Ich glaube, ist scheißegal. Okay, das war. Der wurde einfach zerfetzt durch die Tür. Bruder, ich liebe dieses Spiel. Aber die Uncut-Fassung wäre wahrscheinlich noch geiler gewesen. Also bei 4.3 habe ich die Uncut-Fassung. Also da sehen wir alles. Krass, hier gibt den Scheiß noch. Sind das nicht wieder da, wo Replika rauskommen? Ich meine ja. Was ist wieder in der Sonne? Ah, verdammt. Boah, ist das wieder so eine geile Atmosphäre hier. Ne, wir müssen hier runter, okay. Ne, da kamen wir her. Krass. Puh, das entwickelt sich jetzt zu etwas, was noch geiler wird, ey. Natürlich kommt jetzt Alma auch noch dazu. Weil wir sie hier hingeführt haben, glaube ich, ne? So, und jetzt kommt die Kavallerie. Gehe ich mal stark von aus. Oder die Teile öffnen sich jetzt. Was? Einfach eine Schule. Ich wollte mich einfach mal umschauen, aber ich denke mal, wir müssen jetzt hier ran. Ach du Scheiße. Was ich noch sagen wollte, Vorsicht im Zellentrakt. Geneviève hat die Zellen geöffnet, um Zeit zu gewinnen. Die Exemplare sind sehr gefährlich. Ach klar. Testverfahren Stufe 4. Die Tests mit den manipulierten Probanden sind vielversprechend. Die Beziehung zwischen den spezifischen genetischen Markern und den psychischen Entwicklungen ist nachgewiesen. Der Beweis einer Beziehung zwischen den vorgenommenen Proteinveränderungen und der Kontrolle der psychischen Manifestation steht noch aus. Hinweis: Auch einige nicht manipulierte Probanden weisen in der Behandlung eine verbesserte Entwicklung auf. Sie sollten auch auf genetischem Level überprüft werden. Siehe Anhang. Ach du Kacke. Ah.
Sorry, mir fehlen die Worte gerade. Das ist so krank. Mich würde es nicht wundern, wenn wir sowas in echt auch haben. Also jetzt nicht unbedingt. Also ich meine jetzt nicht mit Alma, aber. Ich fand's cool, dass er gesagt hat, so, ah. Aber ist gerade ein bisschen kritisch. Der hat mir noch gefehlt. Knallt diesen ab. Sehr nett. Ich mag dich auch. Und ich bin sehr gespannt, ob wir ihn töten oder Alma. Bin ich ganz ehrlich. Wäre cool, wenn wir es wären. Aber wenn Alma ihren Spaß hat, habe ich auch nichts gegen. Tja, mein Freund, ich glaube, das kannst du richtig hart vergessen. Project Origin, eingereicht von Hardenweight. Ergebnisse Proben von Prototypen, die in vitro wuchsen, zeigen erhebliche größere psychische Fähigkeiten als die Testobjekte aus künstlichem Gewebe. Hypothese. Während das psychische Potenzial eindeutig eine genetische Komponente aufweist, legen die Befunde nahe, dass weiteres Potenzial während des Wachstumsprozesses angelegt wird. Schlussfolgerung, um die höchstmögliche Vererbung psychischer Potenz zu gewährleisten, sollten die Prototypen von Testobjekt einmal Raid Alter 14 ausgetragen werden. Wow. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr dürft mich gerne korrigieren, will er seine eigene Tochter erstmal fett schwängern lassen,
damit die, deren Kinder, die sie austrägt, ja, keine Ahnung, einfach mal die besten psychischen Kräfte drauf hat. Oder? Du Scheiße! Alter! Wir haben einfach den Kopf abgejagt. Was ist jetzt sein Kollege? Ist der tot oder durchgebrochen? Ah, ich glaube nicht. Alter! Wir haben ihn einfach den Kopf abgefallen. Alter! Hat er eine Schrotflinte da gehabt oder was, ey? Bro. Okay! Der Typ ist jetzt tot. Lass mich raten, das ist der Typ, der gerade abgehauen ist. Ach du Scheiße. Ach du. Ich denke mal, das ist Scheiße oder so. Ey, stellt euch mal vor, ihr werdet hier und kackt die ganze Zeit darunter. Boah. Bruder. Also ich sag mal so, Wissenschaft ist geil, aber die übertreiben das einfach gerne mit der Wissenschaft. Die wollen dann ein bisschen zu extrem haben. Ich weiß nicht, ob das scheiße ist, es sieht jedenfalls so aus. Aber ja, stellt euch das mal vor. Nur damit die Wissenschaftler irgendwie so einen geilen Psychotypen haben. Um die Welt.
Also das Spiel verwandelt sich jetzt gerade. Sorry, ich habe keinen Bock auf euch. Name des Probandinnen, Alma Wade. Alter der Probandin, 5 Jahre. Ach du Scheiße. Phase 2 Tests. Bewertung. Die Testergebnisse der Probandin sind dramatisch abgesagt. Es handelt sich möglicherweise um den Versuch der Probandin, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Anhang A2 enthält die vollständigen Testergebnisse. Phase 3, Testbewertung. Während der Testsitzung sind merkwürdige Erscheinungen aufgetreten. Personen, die sich im gleichen Raum aufhielten, meldeten heftige Kopfschmerzen. Sie scheint zudem telekinetische Fähigkeiten zu zeigen. Ach du Gott, ja. Für war dieser Raum jetzt. Na gut, aber schön, dass wir ihn schon mal gesehen haben. Hui. Jetzt verstehen wir uns. Schön, dass vorher gespeichert wurde. Ich will gar nicht wissen, was jetzt noch kommt.
Aber ich denke mal, es riecht irgendwie nach Finale. Oh, wir haben Snakefist gefunden. Ich bin Terry. Terry Halford, alias Snakefist. Psst, haben Sie auch etwas gehört? Da war wohl doch nichts. Mit Hilfe von Lieutenant Stokes könnte ich eine Verbindung zu dem Computer in Ihrem APC herstellen. Ich lade jetzt alle Dateien hoch. Wir können sie unterwegs durchgehen. Übrigens, bohren Sie nicht in der Nase. Sie sieht uns über die Kameras. Hören kann sie uns aber nicht. Sie können ihr also gern schlimme Namen geben. Die Übertragung ist offenbar fertig. Wir können den Aufzug im Haupteingang nehmen, aber wir müssen durch den Zellentrakt. Hoffentlich haben sie alle Proben beseitigt. Oh oh, gar nicht gut. Replikas strömen in die Einrichtung. Sie müssen sich an ihrer telästhetischen Signatur orientieren. Sie wirken wie ein... Ja, beim ersten auch schon so. Ich habe was, das sie brauchen. Ich habe es aus dem Waffentestlabor mitgenommen, als die Scheiße losging. Übrigens, haben Sie jemals Nilpferde kämpfen sehen? Sie entleeren sich und wedeln ganz schnell mit dem Schwänzchen. Die Kacke fliegt nur so herum. Echt Wahnsinn. Da haben wir es. Es ist nur ein Prototyp und er hat noch Macken, aber er teilt gut aus. Und jetzt raus hier, verdammt!